Ich habe neue Handschuhe im Test und zwar von The Heat Company. Ich habe mir die auf Amazon gecheckt. Das ist Merino-Wolle und die sind cool und auch irgendwie gar nicht. Wenn du wissen willst, ob es ein Kauf ist und ob sich das auszahlt, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo und willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich melde mich hier aus dem schweinekalten Buschkraftareal auf Val de Lobaté. Wir sind hier jetzt schon, ich habe gerade nachgeschaut, auf minus 9 Grad. Wunderbar, ist das ganz einfach. Und ich habe den ganzen Nachmittag Messervideos gemacht, genau hier mit diesen Handschuhen. Und ich möchte dir ganz einfach sagen, wo die Vor- und Nachteile von diesem Teil hier sind. So, alles der Reihe nach. Ich habe mir die Teile auf Amazon gekauft. Die sind sehr schön verarbeitet, ein bisschen teuer und sind eigentlich der erste Layer, also die erste Schicht. Die sind echt cool. Die sind cool. Also wenn du jetzt sagst, okay, du willst Handschuhe, die auch ein bisschen griffig sind, das sind sie nämlich. Du kannst auch das Smartphone bedienen, das ist alles, das funktioniert alles recht gut. Es ist halt so, dass meine Finger etwas kurz sind. Dadurch kann ich nicht bis ganz nach vor beim Zeigefinger und das ist ein bisschen ein Thema, aber wenn ich mir das einrichte, funktioniert das sehr gut. Ich habe die jetzt diesen Winter, also der hat natürlich erst angefangen, aber hier im Buschkraftareal ist ein bisschen mehr Winter als im Flachland. Sei es drum, ich habe die jetzt schon ein paar Wochen oder sag sie einen Monat, ja, habe ich sie im Einsatz und zwar andauernd. Was langsam beginnt, ist, dass sie zu fusseln beginnen auf der Seite, aber das ist mir alles wurscht. Das ist mir alles wurscht, denn sie sind eigentlich relativ gut warm. Das finde ich gut, finde ich wirklich gut. Es gibt nämlich auch noch einen zweiten Layer, den haben wir auch bestellt, da wird es also ein Fortsetzungsvideo hier geben an der Stelle, den man sich dann noch einmal drüber stülpen kann. Das ist, das sind Handschuhe, nein, nicht Handschuhe, Fäustlinge, genau. Und die kann man dann auch machen, das zeige ich anders mal. Wo ich aber, also ich bin mit denen sehr zufrieden, die sind wirklich gut. Aber was wirklich ein Schaß mit Quasteln ist, wie der Reine so gerne sagt, hier in Ostösterreich ist das so, ist das hier. Alles der Reihe nach. Es gibt bei dieser The Heat Company hier die Möglichkeit, diese Teile da mit reinzustecken. Da. Da sind da so kleine Öffnungen. Ich zeige dir das mal. Hier aufmachen, da ist ein Klett mit dabei und da kann man diese Teile reinstecken. So, jetzt habe ich mir eine 50er Packung von denen gekauft, einfach um zum Testen. Und glaubst du mal, Video machen bei solchen Minusgraden? Gott sei Dank ist kein Wind, aber es ist ein bisschen feuchtlad und es kommt immer wieder Nebel durch. Es ist grausig. Und da ich permanent meine Hände brauche für Messertests etc., habe ich mir gedacht, das ist genau das Richtige für mich. Sind in einem Plastiksackerl eingepackt, also ist klar, Handwärmer von der Heat Company. Und das ist so ein Sackerl hier. Das wird nicht gleich warm, das braucht jetzt ein bisschen. Ja, da schießt ihr die Beschreibung drauf und zack, bumm, rabumsti, kabumsti. Kann man einerseits irgendwo reingeben in die Tasche. Super. Oder du gibst es dir hier oben für den Handrücken in diese Tasche rein. So, dann ist das da drin. Auch das wäre auch kein Problem. Und alles cool. Und da denkst du, ja, das ist doch eine super Idee, gerade am Handrücken. Da wird es am schnellsten kalt und das ist doch super. Ist es aber nicht. Okay. Jetzt denkst du, Reini, ja, wieso? Natürlich spüre ich, dass es hier warm wird. Das ist ganz klar. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man es überhaupt nicht spürt. Aber so gering spürt, dass ich mir echt denke, bringt es das? Das ist nur meine Meinung dazu. Vielleicht bin ich total... Ich habe mir die ganzen Bewertungen auf Amazon durchgelesen. Und da steht voll cool, voll cool, voll cool. Und da haben wir gedacht, wenn es voll cool ist, will ich es haben. Ich finde es auch super. Es ist im Standardlieferumfang so ein Karabiner mit dabei. Da kann man zusammenhängen, damit man die nicht verliert. Wirklich schön gemachte, großartige Handschuhe. Und dass die fusseln, wenn man andauernd was angreift, das ist auch kein Thema. Und dass die nicht 300 Jahre halten, ist auch klar. Aber das hier, das war für mich so das Entscheidende. Aber das wirkt fast nicht. Man muss der ganzen Sache natürlich jetzt Zeit geben. Nach einigen Minuten kriegt das sozusagen die Betriebstemperatur. Es ist besser als nichts, das ist wahr. Aber es ist einfach... Jetzt werde ich es noch testen. Deswegen habe ich auch diese Überzug-Handschuhe oder Fäustlinge bestellt, die jetzt aufgrund von Weihnachten, ich kenne das, wir kennen das ja von unserem eigenen Shop auch. Es dauert jetzt alles, das wird sich nicht mehr ausgehen. Das heißt, die werde ich dann auch noch testen. Das wird jetzt langsam warm, aber ich kann dir auch etwas sagen. Das ist... Also für mich zumindest. Ich meine, wenn du das gern hast und wenn du die von Heat Company hast und jetzt sagst, nein, das ist total unfair, dann tut es mir ehrlich leid. Aber für mich ist das einfach... Da steht sie nicht dafür, der Müll und auch der Preis und so weiter und was dann dabei rauskommt. Ich würde mal wünschen, mein Wunsch, dass das einfach ein bisschen wärmer ist. So,
Jetzt weiß ich, Jäger sind ja auch hier im Buschkraftareal unterwegs und so, und wenn du dann Ansitz hast, stell dir jetzt vor, es wäre nicht bedeckt und wäre nicht so neblig, sondern es kommt der Mond raus und es ist klar und die gehen auf den Fuchs passen zum Beispiel und du sitzt da und darfst dich nicht bewegen, weil jedes Mal, wenn der dich, also das ist klar. Und da ist es natürlich cool, da ist jede Wärmequelle, die ich bei mir habe, einfach besser als keine. Trotzdem hat mich das hier einfach nicht überzeugt. Das hat mich nicht überzeugt. Daher habe ich mir jetzt von Sippo dieses Teil hier geholt, auch von Amazon. Ich meine, billig eigentlich, aber ich gebe dir natürlich den Link. Aber nicht nur zu diesen Produkten, sondern natürlich auch zu meinen Produkten. Wie zum Beispiel unsere Universalhalterungen für Kaidex-Scheiden, für Lampen, Feuerstahl, Feuerzeuge, Clipper zum Beispiel, Big, Klein, Groß, Zippo etc. pp. Aber egal, so, das ist billige Eigenwerbung gewesen. Aber zurück zum Zippo. Es ist halt so, das hier, das ist wieder richtig warm. Das funktioniert mit USB, werde ich auch einmal vorstellen, habe ich jetzt gerade mal im Test. Nachteil ist natürlich, wenn es draußen richtig kalt ist, der Lithium-Ionen-Akku, glaube ich, drin, der hat auch, der nimmt dann, aber das werde ich in einem eigenen Bereich beschreiben. Aber trotzdem, ich bin mit dem Ding so unglücklich, dass ich auch dich frage, hast du auch von der Heat Company diese kleinen Sackerln? Ist das auch so schwachmatisch, wie man in Österreich sagt, oder ist das nur bei mir so? Gib mir bitte einfach einen Tipp. Ja, gib mir einen Tipp. Das meine ich wirklich ernst. Das ist jetzt, ich meine das wirklich ernst, denn ich bin irgendwie traurig. Handschuhe, diese Handschuhe gebe ich da auch den Link, die sind gut. Ich werde sie noch weiter testen. Es wird auch ein Video geben mit dem Überzug. Und vielleicht habe ich dann auch schon eine Lösung für das hier, weil das ist einfach, das ist fast nichts. Und es wird auch ein Video geben, wo ich die da miteinander in Verbindung bringe. Denn ein Vorteil hat das Sackerl natürlich, stromunabhängig. Und dann ist es, das funktioniert halt, naja, nicht so toll, aber dafür länger. Okay, Ausmaß. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, dann lass ein Abo da, teil das Video ja, und hol dir vielleicht das eine oder andere reine Rossmann-Produkt, ein Messer, was auch immer. Komm auf Aldo oder Partie vorbei. Danke fürs Dabeisein, für deinen Tipp bin ich sehr dankbar. Bis bald und ciao, ciao.